Hallo ihr da draußen, ich bin's wieder, euer Gon Freeman in Folge 11 von diesem Let's Play. Heute werden wir die Pumpe wieder in Schwung bringen und das haben wir, glaube ich, auch gerade geschafft. Zumindest ist dieser fiese Ton jetzt weg, dieser Alarmton. Ja, guck mal, das Wasser wird abgepumpt. Sieht doch schon mal sehr schön aus. Also können wir zurückgehen, oben den Ventilator anschmeißen, den wir in der letzten Folge gesehen haben. So, hier ist er. Mal gucken, ob das jetzt so gut klappt. Oh, 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 oh. So. Oh, das ist gerade nochmal so gut gegangen. Und jetzt dürften wir auch mit dem Fahrstuhl nach oben fahren können. Jetzt müsste er zumindest Saft haben. Tradidadidu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass sie kommen, lass sie kommen. Lass sie kommen. Lass sie kommen. Hallo? Kommt. Kommt zu Papa. Oh, die wollen nicht kommen. Dann bringe ich die Party halt zu denen. Ah, toll. So, Attacke! Hat doch. Oh. Oh, der hätte noch eine kleine Überraschung dabei. Na dann. Wisst ihr, was wir machen? Wir sind jetzt mal so taktisch klug. Wir werden jetzt da oben eine richtige Party machen. So, ja, wir schicken denen jetzt alles nach oben. Und dann machen wir hier extremes Bum, 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 Bum. Weil ich bin doch nicht blöd. Ich fahre da doch nicht so hoch. Wir sind doch hier MIT-Physiker. Das heißt, wir haben was auf dem Kasten. Wir sind zwar vielleicht nicht der Stärkste, aber wir sind der Klügste. So. Und das letzte Fass. So, der C4 liegt in der Mitte. Und jetzt nach oben mit dir. Nach oben. So. Warten, bis es oben ist. Warten, bis es oben ist. Warten, bis es oben ist. Boom. Shake up the room. Ja, ob das so geklappt hat? Auf jeden Fall höre ich sie nicht mehr. So. Lass... Ah, ich höre sie noch. Ja, und das war unser Todesurteil. Das hat mal so gar nicht geklappt. So, Nummer 1. Nummer 2. Geht noch einer hoch? Nein? Okay. Oh Gott, einmal tief durchatmen. Welche Wumme nehmen wir am besten? Was machen wir am besten? Nehmen wir die. So, und dann renne ich in eine Richtung. In eine. So. Oh Gott. So, das hat gut geklappt. Das hat geklappt, das hat geklappt. Sind hier noch welche? Sieht nicht so aus. Haben die... Der war leer. Scheiße. Ein bisschen was könnte ich schon gebrauchen. An Heilung meine ich natürlich. Was denn sonst? Oh, da hinten. Dann nehmen wir mal den hier. Ah, der hat eine Granate geworfen, dieser fiese kleine Bastard. So. Der wäre aber auch erledigt.
Ich habe unser Ziel schon. Ach so, genau. Wir müssen diesen fiesen Trizyklopterus da oder was das ist, da töten. Und die Eisenbahnschiene freilegen, damit wir wieder weitergehen können auf Tour. Einmal nachgeladen. Epsa, komm zurück hier. Links herum. Nochmal. Ah, das war ganz oben. Dann können wir einen nach unten. Hier war nix, ne? Also noch ein. So. Ja, es lädt. Okay. Naja. 11. Folge. Ich bin gespannt, wie lange das gehen wird. Diese Let's Play-Reihe. Bisher sieht es ja noch nicht so nach dem Ende aus. Ach, da haben sie uns weggehauen. So ein Mist aber auch. Ich bin ein wahrer Pro-Spieler, wie ihr merkt. Und der letzte. Komm. Jawohl. Das war der letzte Mann hier. Munition haben wir jetzt en masse, aber Energie geht uns langsam aus. Irgendwo mangelt es immer. Ah, hier gibt es noch ein bisschen. Sehr schön. Ah, so viel ist das auch nicht. Und wenn die Kollegen hier waren, dann ist der eine Kollege, der vorne sah, bestimmt auch tot. Also dieser Halbverwundete aus der letzten Folge, der uns gesagt hat, was wir zu tun haben. Haben wir da unten noch was? Nee. Hätte er sein können. Ihr wisst ja, wie das so ist in Videospielen. Ne, der Kollege lebt noch. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Weil hier müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Der hat hier die Scheibe kaputt gemacht. Ah, guck mal, er geht weg. Oh Gott, das wird so böse enden. Das wird so böse enden. Ach nee, von da kommen wir. Hier runter müssen wir. So, komm. Nee, von hier kommen wir. So rum. Oh Gott. Ich kenne mich in meiner eigenen Firma nicht aus. Oh je. Oh, ich habe so ein Gefühl, dass das wirklich sehr, 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 sehr böse enden wird. Habt ihr davon? Legt euch nicht mit mir an. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Alles geht da hinten hoch. Oh je. Hallo? Okay, hier hinten ist keiner mehr. Alles klar. Oh, der verkokelt uns. Oh je. Oh, wir sind doch schon so gut wie tot. So, mal eine Granate. Och Mann, Junge. Ja. Das war so klar. Das war so klar. Aber sowas von klar. So, jetzt sind wir auf die Kollegen da hinten aber vorbereitet. Ja, toll. Habe ich mir selber Schaden gemacht. Ja, aber die sind definitiv nur noch Moose hier. Guck. Oh, das ist eine schöne Physik. Guck mal, wie das strubbelt. Das ist schön. Laufen. Einfach weg hier. Oh Gott, der kommt hinterher. Oh Gott.
Ich bin am Arsch. Na toll, da haben wir keinen Saft drauf. So ein Mist aber auch. Da hinten haben wir einen Power Charger. Haben wir hier noch irgendwo? Ah, scheiße. Uns nicht entdecken. Ach, da unten. Da sind die Stecker. Hör auf! Das ist böse! So. Jetzt ist doch alles an. Jawohl. Brutzel ihn! Brutzel den Peter! Yes! Victory! Wir haben gewonnen! Wie toll ist das denn? Weg hier. Ich möchte einen HEV-Charger. Nicht HIV, HEV. So, komm schon. Oh, ratzevoll hier wieder. Das ist schön. Wir haben gewonnen. Ich kann das gar nicht glauben. Wir haben echt gewonnen. Wie geil ist das denn? Yay. So, da war in der Tat auch mal was drin. Und dann, glaube ich, müssen wir zurück zu dem, oder? Wenn wir hier durchkommen. So. Jetzt, Kollege, hier. Hallo. Du hast hier ein bisschen was vorbereitet für mich, wie ich sehe. Ah, jetzt können wir erstmal wieder einmal durchatmen, quasi. Und uns aufpumpen für die nächste Hürde. Das haben wir alles, okay. So, die wollte ich. Dankeschön, Mann. Danke. Was würde ich ohne dich tun? So, Attacke. Richtig Vollgas hier. Komm, richtig Vollgas, habe ich gesagt. Ach, was ist denn jetzt los? Hi. It's Freeman, right? Ja. Hold up a sec. One of your scientist pals sent to give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some sort of satellite delivery rocket or something. Okay. I don't know where it is exactly. The old guy was so worried about. Ja, ich weiß es auch nicht. Think to stop and tell me. Anyway, the main thing is the military aborted the launch. So when you find the rocket, well, if you find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. You said something about a Lambda team needing the satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Now, okay. Get going. I'm going to stick around and help any other stragglers. Also zusammengefasst hat er gesagt, dass wir jetzt zu einer Abschussrampe müssen. Die Rakete müssen wir selber starten, natürlich, weil wir müssen alles selber machen, ist doch klar. Weil das Militär hat den Start abgebrochen. So, los geht's, komm. Ja, nach dieser Ladesequenz geht's los, sagen wir es mal so. Ich bin gespannt, was uns noch erwarten wird und wie lange dieses Let's Play gehen wird. Wir sind ja jetzt schon in der 11. Folge. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange brauche. Ich habe es mir irgendwie kürzer vorgestellt. Aber das ist cool. Oh Gott, man sieht gar nichts. Oh je. Aber die Musik ist wieder cool. Oh, man sieht echt gar nichts. Doch jetzt. Irgendwo Gegner? Nein, okay. So, zuerst einmal hier umgeguckt. Weil da können wir eh nicht lang, oder? Ach, da ist eine Keule. Ah, und du natürlich, ne? Hi. Geht's dir gut, Mann? Junge, geht's dir gut? In so einer Firma arbeiten wir. Wo die Mitarbeiter hochmotiviert sind. So.
Dankeschön. Danke. Das ist voll. Nichts weiter, okay. Ist auch nichts. Lepsa. Ach, guck mal, wir können doch fahren. Sehr schön. Mal richtig Vollgas hier. Oh, das sieht jetzt cool aus. Ich glaube, das könnte eine Stelle sein, die mir richtig gefällt. So. Nimm mir die mal. Die hat's gerumpelt. Ah, guck mal, Geheimnisse, Geheimnisse. Wenn ich jetzt nur von der Leiter loskäme. So. Ist hier unten sonst noch irgendwas? Sieht zumindest nicht so aus, Mr. Freeman. So. Also wieder zurück auf den Karren. Oder fast in den Tod springen, ist auch gut. Ich mache zuerst mal halbe Geschwindigkeit. Weil ich nicht weiß, was mich da drüben erwarten wird. Es hat hier so mies gerumpelt. Wisst ihr? Da möchte man lieber etwas vorsichtig sein. Hallo? Um die Kurve? Um die Kurve? Boah, ist das eine lange Kurve. Der Spannungsbogen steigt. Was wird uns hinter dieser Kurve erwarten? Guck mal, die führt fast einmal ganz rum. Voll die Achterbahn hier. Ja, hier im Black Mesa haben wir auch Freizeitparks für unsere Mitarbeiter. Oh, da oben ist was. Das krabbelt da oben. Da, guck. Oh, der hat keine Beine mehr. Voll die Geisterbahn hier. Oh, noch einer. Halt mal an hier. Halt, stopp. Jetzt laufe ich. Ist das eine Toilette? Nein, das ist ein Drehstuhl. Okay, da kommen wir nicht rein. Jetzt ist die Frage. Können wir eine Weiche umstellen eigentlich? Sieht nicht so aus. Ich möchte trotzdem einmal hier rechts geguckt haben. Oh, guck mal, seht ihr den? Oh, ich hasse die Teile, ich hasse sie. Oh Gott, wenn ich jetzt nur den Weg wüsste, ne? Ich wette, wenn ich hier lang gehe, komme ich zurück zum Zug. Ja, seht ihr? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Oder sagen wir mal eher, viele Wege führen nach Rom. Oh Gott, ich gehe mal auf halbe Geschwindigkeit. Das wird zu risky so. Nein, 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 halt, 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 halt. Seht ihr das, wie perfekt wir geparkt haben? Das schaff nur ich. Oh je. Wir wären ja echt fast runtergefallen. Ach du Scheiße. Ist ja sowas von in die Hose gegangen. Also hier drüben lang, okay. Können wir das mitnehmen? Ne, schade. Da sollte ich auch nicht dran fassen. Ja, ah, jetzt. Zu, aber da geht's hoch. Ach, das war so klar. Diese Selbstmordhunde, ne? Ich glaube, hier oben geht's dann auch weiter.
Aber ich möchte zuerst mal... Dankeschön. Ja, guck mal. Sehr schön. Lohnt sich doch alles hier. Aber hier können wir uns ein bisschen aufladen. Das ist schön. Komm, das ist noch nicht ganz. Jetzt aber. 100, 100. Seht ihr das? Wie cool. Hier geht es noch tiefer in die Katakomben. Da ist einer. Lebt die Kopfkrabbe noch? Ich glaube nicht. Nope. Komm hier. Leckerchen für dich. Dann lässt du mich immerhin in Ruhe. Blech, boah, jetzt kotzt er gleich wieder. Ist immer so cool, diese Teile, die von der Decke hängen. So, den Strom haben wir gerade ausgeschalten am Wasser. Das heißt, da können wir jetzt auch rein. Hier ist aber gar nichts, oder? Doch, da drüben. Ach, guck mal, wir müssen das eine Kabel, was da ist, da rein verbinden. Gib mir das, genau. Sehr schön. Und dann geht nämlich kein Kabel auch mehr ins Wasser. Heißt, wir können den Strom anstellen. So. Und da ist der Stromschalter. Sehr schön. Ja, guck mal. Oh oh. Alles sehr, sehr böse hier gerade. Oh, was kommt denn jetzt hier alles? Oh Gott. So, komm her, wo bist du? Ist ja gerade irgendwas Fieses gespawnt, da drüben. Weg mit dir. So, ich würde sagen, das hätten wir auch glorreich geregelt hier drüben. Und wie es weitergeht, das werdet ihr dreimal dürft raten in der nächsten Folge erfahren zu Black Mesa. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich bin Ron Retro und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin auch wieder und tschüsschen.